Ja, scheiße, was? Ich mach jetzt ein Bild. Gut, wir müssen halt gucken, halt Farbe, ne? Im Gegensatz zu mir, Rocky. So, damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's mal darum, irgendwas zu malen. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Hauptgrund ist eigentlich, eine Freundin von mir hat mir mal ein Bild gemalt. Das finde ich ganz cool. Die hat aber irgendwann aufgehört zu malen. Ich wollte aber immer noch ein Bild von der. Und dann schreibe ich der und nerv die und überhaupt, sieh mal zu, dass du wieder ein Bild malst. So, und die hat aber mittlerweile irgendwie keinen Bock mehr oder von so, ja, früher war ich besser, jetzt aber nicht mehr. Und ich so, ja, nee. Und sie dann so, okay, alles klar, mal du mir doch mal ein Bild, dann male ich auch wieder eins. Ja, scheiße, was? Ich mache jetzt ein Bild. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal aus wie Farbe. Die benutzt ihr theoretisch nicht, würde ich angenommen. So eine. So eine. Ja. Hier befestigen. Und dann das andere da einfach nur dran tapen, oder was? Ja. Ja. Ich guck mal eben. Haben wir auch einen Bleistift? Was ist hier? Die mache ich hier fest. Ja. Dann können wir immer. Oh, schau. Ja, meine ich ja. Rausziehen, anderen reinstellen. Vielleicht. Weiß ich nicht, was das gibt. So meinst du? Ja, genau. Probieren Sie mal. So. Ja. Und hier ist dann Farbe. Da müssen wir Farbe haben. Ja, ich muss ja irgendwo, muss ich ja Farbe erkennen. Ja. Geh einfach hier unten ran. Sag mal, was ist das eigentlich für eine Form? Halt das doch mal bitte in die Kamera, was da in der Mitte für eine Form drin ist. Ja, ist ja auch richtig. Ja. Gut, wir müssen halt gucken, halt Farbe, ne? Im Gegensatz zu mir läuft die. Vorzeichnen ist auch für Waschlappen. Ich brauche nur mal ein Blatt Papier, wo ich mal vielleicht so ein bisschen. So, den Apfel, oder was auch immer das jetzt ist, haben wir schon mal. Aber ich habe gemerkt, da fehlt was. Die besondere Zutat, damit ich vernünftig malen kann, weil ich bin ja sehr, sehr, sehr guter Maler, wie man sieht, kenne ich mich sehr gut aus. Da fehlte was. Ich werde jetzt diese Zutat holen und dann mache ich hier die Leinwand hin und dann läuft das. So, geheime Zutat ist da. Ist ja wohl völlig logisch, dass ich mit meiner Frisur da gerade eben überhaupt nicht hätte vernünftig malen können. Dass das nur zu Testzwecken machbar ist. Sehr klar. Diese Frisur muss sein, damit man vernünftig malen kann. Ist so. Leinwand haben wir jetzt auch. Das wird garantiert was. Ich bin mir sicher. So. Anders als das große Vorbild werde ich jetzt mal was vorzeichnen. Einfach weil sonst geht halt in die Hose, das weiß ich schon. Ich werde mich auch darauf beschränken, die Leinwand nicht ganz voll zu malen, weil das kriege ich einfach von der Reichweite nicht hin. Okay, so. Plan ist ein Apfel, der auf einer Fläche liegt. Ob wir das hinbekommen, ich weiß es nicht. So, ich mal dann hier schon mal die Fläche. Das ist quasi so eine Fensterbank. Und dann soll der Apfel quasi hier so sein. So. So, und dann kommt hier oben der Sprung hin. Und dann hier so ein Blatt. So. Und dann kommt hier unten Schatten. So. Und hier ist dann so ein Highlight. So ist die Idee. Ja, das wird garantiert was. Ich brauche eigentlich nur einen kleinen Pinsel und dann würde es vielleicht wirklich was werden. Also Idee ist da. Jetzt kommt die Pinselarbeit und das ist immer so das Problem. Der erste Strich.
Wir haben auch keine Eile. Den Apfel haben wir jetzt schon mal fertig. Und dass ich dann jetzt vielleicht doch das Braune nehme. Es müsste aber ein bisschen dunkler sein, glaube ich. Ah, das passt. Das wird schon. Und dann brauchen wir grün und ein bisschen weiß. So. Ein bisschen Hoffnung. Zack. Damit ist es glatt. So. Haben wir das auch schon geschafft. Aber es wird. Es wird. Es sieht so aus, als würde es was werden. Aber ehrlich gesagt, ist das immer das Schlechteste, wenn man das sagt. Weil dann wird es immer nichts mehr, wenn es dann soweit ist. Mutti kann nur reinkommen und oh, ein Apfel. Ja, so. Das hast du schon mal erkannt. Wer hat das denn vorgemalt? Ich. Wie, wer hat das vorgemalt? Wie soll das denn vorgemalt haben? So, schwarz muss jetzt hier noch ein bisschen rein. Ja, mein Plan ist jetzt quasi hinter den Apfel, beziehungsweise auf den Apfel, unter den Apfel, die ganze Fensterbank oder worauf auch immer der Apfel liegt, zu malen. So, Apfel haben wir. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Also ich will halt Schatten und dann soll da so auf dem Apfel, wie gesagt, so eine hellere Stelle, für dass da die Sonne drauf scheint. Das ist so die Idee. Weil ich merke auch, dass mein Kiefer so langsam was mehr hat. So, das ist jetzt soweit der Stand. Ich bin gerade wirklich fertig. Jetzt seit 3 Stunden hier so sitze und nur mit dem Mund und mit dem Hals und so das mache. Ich bin noch nicht so 100%ig zufrieden, bin aber erstaunt, beziehungsweise ich dachte, das wird schlimmer. Vielleicht male ich es weiter, vielleicht sage ich, oh, ganz ehrlich, das reicht jetzt so. Wie ich mich kenne, naja. Vielleicht würde ich mir mal so malen nach Zahlen. Wie wäre das denn mal? Dann habe ich ja vielleicht ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr Verstand. Und guckt auch die anderen Videos rein. Letztens die 7 vs. Wildcard. Die Bewerbung ist Zucker, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns. Ich sage tschüss und bis dann.